Moin Freunde, euer Tobro hier. Willkommen zum nächsten Tagebucheintrag des Tobro-Tagebuchs. Nochmal kleines Vorwort vorweg. Bitte schreibt mir mal unten in die Kommentare ein paar Fragen. Ich möchte die Tage nämlich nochmal ein separates oder nochmal fürs Tobro-Tagebuch nochmal Frage und Antwort. Also ihr schreibt Fragen, ich antworte drauf. Aber jetzt zum Thema, schnelles Thema diesmal, schnell abgearbeitet, beziehungsweise eigentlich nicht, weil ich möchte davon ein großes Video machen, ein Hauptvideo. Und deswegen möchte ich jetzt ja natürlich auch nicht alles vorwegnehmen. Ich möchte mich aber auch in dem Hauptvideo auf dieses Video verweisen. Ich habe heute Morgen eine Nachricht gekriegt über mein Tobrophone, was da liegt. Und da ging es um eine neue Gesetzgebung, beziehungsweise ein Gesetzesvorschlag, Gesetzesentschluss, worüber, das ist alles noch nicht ganz raus, ob das jetzt alles so kommt oder nicht. Auf jeden Fall neues Gesetz im EU-Parlament. Punkt 1, darum gehen, um das Lohndumping unter den Lkw-Fahrern praktisch einzudämmen. Gute Idee, sehr gute Idee. Da das Gefüge teilweise wirklich, einige Firmen übertreiben es halt, aber das sind halt alles diese schwarzen Schafe, die gibt es überall. Und dann geht es noch darum, der Lkw-Fahrer soll nicht mehr im Lkw schlafen, übernachten. Da habe ich jetzt aber aus mehreren Quellen, ich habe einmal Focus und einmal NTV als Quelle, sage ich gleich dazu, oder auch Welt, wie es auch genannt wird. Welt sagt, komplett unter der Woche ist, soll verboten werden, dass man nur noch im Hotel schläft praktisch oder halt zu Hause. Und der Focus war sich noch nicht ganz so sicher. Die haben halt geschrieben, es ist noch nicht ganz raus, ob jetzt die komplette Woche oder nur am Wochenende. Am Wochenende haben wir es ja sowieso, also für die gesetzliche 48-stündige Fahrzeitunterbrechung, sprich Wochenendruhezeit, was ja alle zwei Wochen stattfinden muss spätestens, beziehungsweise dann sogar ein Ausgleichswochenende sein muss. Das würde aber jetzt dieses Video sprengen, das alles nochmal separat durchzukauen. Grundsätzlich geht es ja hauptsächlich darum, Lkw-Fahrer unter der Woche im Lkw schlafen lassen, ja oder nein. Ich meine, die Idee ist cool. Muss man ganz ehrlich sagen, ja, das ist ein Kühler nebenan, der so brummt. Ich hoffe, ich kriege das mit der Musik einigermaßen hin. Lkw-Fahrer unter der Woche im Lkw pennen zu lassen, beziehungsweise oder lieber doch im Hotel. Gut, also ich persönlich habe noch nie im Hotel geschlafen, ich habe bis jetzt immer im Lkw gepennt. Ist eine schöne Idee. Also die Idee ist wirklich schön, dass man mal vielleicht um die Lebensverhältnisse eines Lkw-Fahrers zu verbessern. Ist eine schöne Idee, aber die Umsetzung, wie gesagt, möchte ich denn ganz gerne in mein Hauptvideo bereden. Von der Theorie her, geile Geschichte. Von der Praxis her sehe ich da Schwierigkeiten, die ich auch im Hauptvideo denn sagen werde. Mann, ich verweise ziemlich viel auf das Hauptvideo. Ich hoffe, das wird wirklich geil. Das möchte ich übrigens morgen oder übermorgen aufnehmen. Mal gucken. Heute ist Dienstag, vielleicht Mittwoch oder Donnerstag. Muss ich mal gucken, wie ich Zeit habe. Oder beide Tage. Muss ich mal sehen. Weiß ich noch nicht ganz genau. Ich wollte es eigentlich heute schon machen als großes Video, aber dann wäre es erst nicht vor Samstag fertig geworden und das Thema ist ja nun brandaktuell. Mich hat, wie gesagt, jemand aufs Tobro-Phone angeschrieben, der sei hier nochmal gegrüßt. Bin ich auch echt glücklich drüber, dass er mich auch angeschrieben hat und gerade zu diesem Thema. Könnt ihr mich auch liebend gerne anschreiben zu solchen Themen, weil ich weiß auch nicht alles. Bis heute wusste ich davon überhaupt nichts. Und danach wurde ich auch auf der Ladestelle praktisch drauf angesprochen oder auf der Entladestelle. Ja, ich weiß nicht, ob ich es cool finden soll, aber wahrscheinlich, ich würde es wahrscheinlich eher scheiße finden, weil ich genau weiß, wie es ablaufen wird. Du kriegst keinen Parkplatz vorm Hotel, weil welcher Parkplatz hat schon Lkw-Parkflächen? Des Weiteren oder Motel oder was auch immer. Des Weiteren wird alles überfüllt sein und du hast dann wieder noch mehr Schwierigkeiten, Parkplatz oder Rastplatz oder halt ein Hotelzimmer zu kriegen. Von daher sehe ich das alles noch nicht so. Gut, das aber jetzt erstmal zu dem kleinen Tobro-Video. Wie gesagt, ist ein Gesetzesvorschlag, Vorstoß im EU-Parlament, bis das natürlich alles durch ist und bis das alles durch die einzelnen Länder auch durch ist, bis das alles so umgesetzt wird, sehe ich das erstmal in der nächsten Zeit nicht, weil wenn man eins weiß, denn dass die Politiker nicht besonders schnell sind, irgendwas zu beschließen. Da wird sich auch wahrscheinlich noch viel an diesem Gesetz ändern. Aber schon mal, dass ihr davon vielleicht mal ein bisschen was gehört habt und auch vielleicht auch ein bisschen informiert oder vielleicht wisst ihr auch mehr als ich, dann könnt ihr das auch natürlich auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr schon unten in die Kommentare seid, schreibt das einfach mal ein paar Fragen mit rein. Ich suche mir dann schon die Fragen raus. Vielleicht mache ich auch zwei davon. Zwei Folgen werden es zu viele Fragen werden. Ich glaube aber nicht, dass es zu viele werden, weil die letzten Male kam auch nicht so super viele Fragen. Mal sehen, vielleicht jetzt. Also, haut rein. Bis die Tage. Nicht vergessen, den Daumen da zu lassen und ich sag tschüss.